Hallo zusammen, ich bin Marco Müller-Stassig. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute möchte ich euch zeigen, wie ich die Seite 38 aus der Syncopation-Schule von Ted Reed als Basis für meine Technikübungen nutze. Was wir hier sehen, ist ein Auszug aus der Seite 38. Alle geschriebenen Noten in den insgesamt 40 Takten sind entweder Achtel, Viertel oder entsprechende Pausen. Daher passt jede dieser Noten auf ein Achtelraster, welches auch als Code zu verwenden wäre. Computer würden wohl mit Einsen und Nullen arbeiten. Da wir uns hier aber in der Musik befinden, spreche ich lieber von Melodie. Alle Übungen bestehen aus zwei Teilen. Einmal aus der Basis, zum anderen aus der technischen Komponente, die anhand der Melodie ausgeführt werden soll. Hier nun ein Beispiel anhand der ersten vier Takte. Unsere Basis soll ein Zählen sein, und zwar in Achtelwerten. 1 und 2 und 3 und 4 und. Als Melodie soll nun in die Hände geklatscht werden. Das klingt dann wie folgt. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Und jetzt soll endlich mal getrommelt werden. Was nun folgt, ist die erste Technikübung oder der sogenannte Achtelmodus. Als Basis dienen mir kleine Achtelbewegungen, abwechselnd beginnend mit der rechten Hand. Melodie soll so ausgeführt werden, dass ich an der Stelle, an der die Melodietöne erscheinen sollen, Akzente spiele. Je größer der Unterschied zwischen den Akzenten und Nicht-Akzenten ist, desto besser ist die Melodie erkennbar. Achte daher auch auf einen optisch großen Unterschied zwischen den großen und kleinen Bewegungen. Und immer schön locker bleiben. Folgt eine kleine Bewegung auf eine große, so ist es ratsam, nach dieser dicht am Fell zu bleiben. Damit auch das möglichst locker vonstatten geht, schließe ich direkt nach dem Schlag einfach meine Finger 3, 4 und 5 um den Stock. Diese Aufgabe übernimmt, wie du siehst, bei der linken Hand der Daumen, der Zeigefinger und der Mittelfinger. Viel Spaß beim Üben. Wenn ihr Fragen habt, lasst es mich wissen und bis bald.